Ja, Hörner. Ich habe schon gesagt, dass einige Gäste, die zu mir kommen, erstmal so ein bisschen Schiss haben wegen der Hörner. Zumal ich auch ein paar Ziegen habe, die wirklich sehr prächtige Hörner haben, die wirklich sehr groß, sehr lang sind. Ich habe auch zum Teil sehr groß. Ich habe von Zwergziege bis zur großen Ziege habe ich alles hier. Und ich kann verstehen, dass da jemand erstmal Respekt vor hat. Sollte man auch. Man sollte vor jedem Tier Respekt haben. Man sollte auch vor einer Maus Respekt haben, die auch einen in den Finger beißen kann. Fakt ist aber, dass unsere Tiere sozialisiert sind, erzogen sind und von daher die Hörner meinen Gästen gegenüber oder auch mir gegenüber nicht einsetzen. Sie kämpfen und spielen durchaus untereinander. Das ist auch vollkommen okay. Das ist ihre Natur. Aber sie benutzen die Hörner eben nicht gegen uns Menschen. Und ganz ehrlich, ich finde Ziegen, die keine Hörner haben, die sehen immer so ein bisschen. Ja, der ein oder andere, der hat jetzt vielleicht hornlose Ziegen und da tappe ich bestimmt ins Fettnäpfchen, aber ich finde, die sehen immer so ein bisschen dumm aus. Für mich fehlt da sowas, weil für mich gehören Hörner einfach zu der Ziege dazu. Zumal die Hörner ja auch Funktionen haben. Also die Ziegen kommunizieren mit ihren Hörnern. Ähnlich wie der Hund auch mit seinem Maul, mit seinen Zähnen kommuniziert, indem er eben auch die Zähne fletscht und zeigt, dass er jetzt nicht möchte, kommuniziert die Ziege eben auch mit den Hörnern. Sie spielen damit und aus jedem Spiel wird auch irgendwann mal ein Kampf. Anfangs ist das noch ein Spiel, aber irgendwann wird es dann eben auch ernst. Sie dienen als Werkzeug, das heißt, sie können sich Gegenstände damit aufheben, sie können sich damit kratzen und eben auch nicht nur im positiven Sinne als Werkzeug, sondern sie können sich auch prima einen Zaun damit hochhebeln, um dann halt darunter zu schlüpfen. Also es hat nicht alles natürlich einen positiven Charakter. Und was ich eben, oh, Moment, so. Und was ich auch ganz, ganz spannend finde, ist, dass sie damit auch ein Stück weit die Temperatur regeln. Und wenn man mal so Hörner anfasst, gerade in den Sommermonaten, ist das Horn vom Kopfansatz bis zur Spitze ist das warm. Machen wir das im Winter, merken wir schon, oh, die obere Hälfte ist kalt und erst dann fängt es an, warm zu werden, weil so ein Horn ist halt auch sehr gut durchblutet. Und ich werde immer wieder gefragt, Judith, wie ist das denn? Frieren die Ziegen im Winter nicht? Muss ich da irgendwie eine Wärmelampe hängen? Muss ich besonders dick einstreuen? Wie machst du das? Und ja, ich taste einfach die Hörner ab und fühle, wie weit sie kalt sind. Also wenn sie am Kopfansatz noch warm sind, dann friert auch meine Ziege nicht. Also von daher kann man das ganz gut daran testen. Und es gibt natürlich die unterschiedlichsten Hornformen. Ja, und ein paar Gedanken zum Schluss noch zum Ziegenkauf. Also einige von euch haben ja noch keine Ziegen. Man müsste sich also überlegen, welches Alter sollte die Ziege haben? Hole ich mir junge Ziegen? Nehmen wir mal an, ich hole mir zwei Lämmer, die gerade abgesetzt wurden, also sprich, die sind 3 Monate alt und die hole ich zu mir. Und wenn aber keine erwachsenen Ziegen zu Hause sind, dann erzieht sich der Kindergarten quasi selbst, wenn ich das als Mensch nicht übernehme. Also es wäre eigentlich schön, wenn die jungen Tiere auch ältere Tiere haben, an denen sie sich orientieren können, dass sie lernen, wie man sozialisiert wird, damit sie einfach wissen, wie es ist, in einer Herde zu leben. Hinzu kommt, wenn ich mir junge Tiere hole, weiß ich nie genau, wie werden die sich entwickeln, sowohl körperlich wie auch charakterlich. Vielleicht kenne ich die Elterntiere der Tiere und bin zuversichtlich, dass sie auch einen tollen Charakter, auch einen tollen Körperbau bekommen. Aber vieles vererbt sich auch über die zweite Generation. Und ja, dann gibt es eben manchmal auch Überraschungen, wie die Tiere sich dann entwickeln. Welche Größe hatte ich gerade schon so ein bisschen angesprochen? Viele, die tiergestützt arbeiten mit Kindern, die sagen, nee, so eine große Ziege, da haben die Kinder vielleicht Angst vor, dann doch lieber was Kleines, vielleicht eine Zwergziege. Wie gesagt, ich habe alles bei mir auf dem Hof, von klein bis groß, damit ich einfach auch, ich sage jetzt mal ganz frech, alles so ein bisschen bedienen kann. Dass wenn eben kleine Kinder zu mir kommen oder wenn ich der Meinung bin, ich möchte die Tiere vor eine Kutsche spannen oder dass wir wandern gehen, dass ich einfach so alles da habe, damit ich mich nicht nur auf ein Angebot oder ja beschränke. Da habe ich einfach viele verschiedene Größen bei mir. Ich bin keiner, der
zwingend nach einer Rasse sucht. Also unser Jakob, unser Frauenziegenbock, ist reinrassig, aber wenn der Mischling gewesen wäre, Mund abputzen, wäre mir jetzt auch egal gewesen. Also ich bin nicht auf eine Rasse fixiert. Also von mir aus dürfen das gerne Mischlinge sein und am liebsten hole ich halt Tiere, die nicht explizit für mich gezüchtet wurden, sondern einfach, wo die Besitzer sagen, ich werde der Sache nicht mehr Herr oder ich kann den Tieren nicht gerecht werden, weil ich bin krank, ich bin arbeitslos, ich habe mich von meinem Partner getrennt, sondern also, dass man so Tiere aus der Not heraus übernimmt, das mache ich halt überwiegend mit meinen Tieren so. Und auch die Frage kam dann auf, ja, und welche Ziegen eignen sich denn? Eignen sich wirklich alle Ziegen, egal ob klein oder groß. Und da gibt es dann schon so auch ein paar Sachen, die man bedenken sollte. Ich persönlich bin der Meinung, dass ich, wenn ich tiergestützt etwas anbieten möchte, dass man eine menschenbezogene Ziege sich holen sollte oder mehrere menschenbezogene Ziegen sich holen sollte. Man kann natürlich auch eine extrem scheue Ziege zahm bekommen. Das ist möglich. Also ich habe Ziegen übernommen, die respektlos waren, die extrem scheu waren. Ich bin aber auch Tiertrainer und habe mir das dann auch zugetraut, das dann wieder hinzukriegen. Und bei mir ist es immer so, bei mir muss kein Tier funktionieren für die tiergestützte Intervention. Ich hole mir in erster Linie die Tiere für mich, weil ich auch die Herausforderung liebe. Also so, ich sage jetzt mal, so ein ganz einfaches Tier zu holen, das würde mich halt nicht besonders fordern. Also suche ich mir gerne auch Problemtiere, habe auch ein gutes Gefühl, dass wenn die Menschen eben mit diesem Tier nicht mehr klarkommen und ich das dann übernehmen kann und denen hier dann ein schönes neues Zuhause bieten kann, ist das natürlich auch für mich ein schönes Gefühl und ich hoffe für die Tiere auch. Aber wenn ihr Anfänger seid und ihr es euch nicht eben unnötig schwer machen wollt, dann würde ich sagen, sucht euch keine respektlose, keine scheue Ziege, sucht euch per se schon mal eine menschenbezogene Ziege, weil ihr wollt ja mit Menschen arbeiten. Dann rate ich aber ganz dringend von Flaschenkindern ab. Dann kann man natürlich auch die Geschicklichkeit der Ziegen nicht nur testen, sondern natürlich auch fördern, weil Ziegen lieben es ja, sich auszuprobieren. Und hier haben wir die Deborah. Die Deborah findet es ganz toll, in der Schubkarre umhergefahren zu werden, über einen Parcours gefahren zu werden und sich dann ausbalancieren zu können. Und das kann man natürlich das dann auch noch ein bisschen steigern, indem man ganz gezielt einen Parcours aufbaut. Und ich habe schon gesagt, bei den Führungskräfteseminaren, bei den Teamschulungen mache ich das sehr gerne. Bei den Teamschulungen geht es schon damit los, dass ich so ein paar Hindernisse erkläre. Dass ich sage, hier haben wir ein paar Pylone, hier haben wir einen Reifen, hier haben wir ein paar Stangen. Macht mir doch mal bitte einen Parcours, der die und die Voraussetzungen haben soll. Und dann kann man schon sehen, diese Gruppe, wie die dann als Team arbeitet. Arbeiten die miteinander, gegeneinander, kommunizieren die miteinander. Ne? Also das alles kann man ja dann zum Thema machen. Wird einer dann der Führer und sagt, gibt Anweisungen oder bilden sich Zweiergrüppchen. Das alles kann man dann schon zum Thema machen. Allein schon nur, wie dieser Parcours aufgebaut wird. Ne? Und dann natürlich später auch den Parcours mit den Ziegen bewältigen.